Hi, ja, das ist jetzt das Division-Video, wie auch immer. Gameplay, kein Tutorial, nichts von alledem. Das ist schon ewig in Planung, nur leider ändert sich in dem Spiel ständig was. Insofern ist das für mich völlig nutzlos. Ich habe nicht die Zeit, da irgendwas zu machen. Darum habe ich es einfach gelassen, vor mir hergeschoben, aufgenommen, gelöscht und so weiter und so fort. Nichts kommt dabei rum. Aber jetzt, 1.5, da muss ich was zu sagen. Ich will hier nichts beibringen, ich will hier auch nicht irgendwas erklären zu Waffenstats oder sonst irgendwas, was keinen interessiert und was man an 500 Millionen Stellen auf YouTube finden kann. Hier geht es einfach nur ums Spielen. Ich glaube, ich zähle zu den eher mehr Spielern. Also ich meine damit nicht, dass ich jetzt mit mehreren Leuten spiele. Das trifft zwar zu, aber ich meine, dass ich Division schon relativ viel gespielt habe. Fakt ist, im Moment, ich sag mal, sind es plus 1100, also 1100 Stunden plus irgendwas. Also das ist jetzt nicht gerade wenig. Und ich glaube, wir können auch mit Sicherheit sagen, wir haben es mit einem Looter zu tun. Sprich, ich habe jetzt 1100 Stunden versucht, Zeug zu bekommen. Und zwar natürlich gutes Zeug, nicht irgendwelches Zeug. Jetzt ist es so, dass ich sagen kann, aus meiner Erfahrung, die ja jetzt doch ein paar Monate ist, weil ich spiele vom ersten Tag an, ich habe in der ganzen Zeit zwei vernünftige Sachen bekommen. Das war ein Holster und eine Maske. Leider in 229 so, dass ich die schon wieder los bin. Aber ich habe in 6 Monaten zwei vernünftige Sachen bekommen. Keine Waffe und auch sonst nichts. Puh, ja, wohin will ich? Also als 1.4 rauskam, war ich ehrlich gesagt durchaus zufrieden damit, weil das Spiel sich gut anfühlt. Sprich, du kriegst Leute um. Ich spiele zwar meistens mit Freunden, wobei das über die Zeit immer weniger geworden sind, danke Massive, weil ich weiß nicht, glaube, da haben 1 Dutzend Leute angefangen und jetzt sind wir, wenn wir Glück haben, einmal in der Woche zu viert. Aber worauf ich hinaus will ist, nachdem 1.4 funktioniert hat, habe ich gedacht, okay, jetzt kommt ein DLC und jetzt wird es ja alles besser. Wir haben ja jetzt ein funktionierendes Spiel und jetzt geht's vorwärts. 1.5 erscheint. Leider geht überhaupt nichts vorwärts. Für mich ist es immer noch so, dass ich absolut Massen von Müll finde. Das Einzige, das räume ich ein, was relativ regelmäßig fällt, und damit meine ich vielleicht einmal am Tag, ist ein Leistungsmod. Da gibt es relativ gute zu finden. Waffen? Nein. Vernünftige Gearset-Items? Nein. Und das Tolle ist, jetzt fangen die an und führen Named-Klamotten ein. Also, wir haben jetzt Weste, Handschuhe, Maske, was auch immer. Und die Dinger, die sind so selten zu finden, dass die jetzt wollen, dass ich, der 1100 Stunden auf der Uhr hat, dass ich jetzt zum Beispiel Lexington farme, wo ich weiß nicht, wie viele 100 Mal schon drin gewesen bin. Also ich mich zu Tode langweile, zumal ich immer die gleichen blöden Sprüche hören muss. Immer das gleiche Theater. Das mag ja die ersten 3 Male witzig sein, aber wenn man das dann zum 100., zum 200. oder jetzt mit irgendwelchen Rare-Items zum 300. oder 400. Mal hören darf, weiß ich nicht, wo da der Spielwitz ist. Was diesem Spiel fehlt, ist die Geschichte. Man kann nicht einfach eine Map aufmachen und die Leute immer wieder den gleichen Scheiß spielen lassen. Gut, Massive sagt, wir haben ja DLCs, da kommen ja immer neue Sachen. Ja, das ist toll.
Also, wir haben da den Underground, wo alles komplett anders war, vor allen Dingen viel hässlicher. Hat sich auch nicht so richtig bewährt, glaube ich. Ich kenne aktuell nicht viele Leute, die den gut finden und den auch oft spielen. Und das Gleiche, und das ist natürlich meine subjektive Meinung, eindeutig, ich will da keinem reinreden, es mag Leute geben, die finden es toll. Aber Überleben ist so eine Scheiße wie nur was. Danke, Massive, dass ihr mein Geld nehmt und dann ein Add-on baut, wo alles drin ist, was an dem Spiel scheiße ist, plus noch drei, vier Sachen, die es noch beschissener machen. Ihr wollt von mir, dass ich monatelang farme, damit ich ein halbwegs vernünftiges Zeug habe und dann ohne Geschichte, ohne Grund, lasse ich mein ganzes Zeug irgendwo liegen und fahre in der Regenjacke in die Dark Zone bei einem Wetter, wo kein Heli der Welt starten würde und crashe da. Und dann soll ich rumlaufen und mir Scheiße suchen, die ich schon seit Monaten nicht mehr spielen will. Hallo? Was ist denn das für ein Dreck? Vielleicht. Fangen wir einfach mal an und spinnen die Handlung fort und machen irgendwelche Sachen, die für Spieler durchaus geeignet sind, die die Herausforderung suchen. Und vor allen Dingen Sachen, von denen klar ist, was man dafür kriegt. Und nicht immer diesen Scheiß, sondern wir machen irgendwas und kriegen irgendein Name-Teil dafür. Von mir aus darf das auch scheiß schwer sein. Habe ich überhaupt nichts gegen, wenn ich da 100 Stunden für brauche. Aber ich weiß, am Ende kommt dieses Teil dabei raus. Jetzt mache ich irgendeinen Scheiß wieder und wieder und wieder und krieg nichts oder Müll. Wo ist das? Wo ist da der Witz, ey? Also ich habe so einen Hals und ich habe auch so keinen Bock im Moment. Echt. Klar, ich werde das letzte DLC mir auch angucken und ehrlich gesagt, ich erwarte nichts mehr. Ihr habt dieses wunderbare Spiel kaputt gekriegt. Komplett kaputt gekriegt. Langweiliger geht's überhaupt nicht mehr. Was soll man denn hier noch machen? Man kann nur noch in die Dark Zone gehen. Alles andere ist ein ewiges Wiedercoin. Wiedercoin, Wiedercoin, Wiedercoin oder irgendein Scheiß spielen, den man nicht spielen will. Ich hasse Überleben und ich habe Geld dafür bezahlt. Mein Gott, ich stehe da 10 Minuten rum, bis ich überhaupt rein darf und dann muss ich alles tun, worauf ich keinen Bock habe. Hallo? Ey, Überlebensspiele gibt's genug. Das ist nicht innovativ. Das ist Mist. Einfach Mist. Mach doch dann noch mal was für das Team. Sorg dafür, dass man gezwungen ist, mit vier verschiedenen Gearsets irgendwas zu machen. Stundenlang meinetwegen und scheiß schwer, nichts dagegen. Baut eine Handlung drumrum, damit wir nicht zum 800. Mal die gleichen Cutscenes sehen und immer das gleiche Gelaber hören müssen. Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Noch habt ihr Spieler. Mann, Mann, Mann. Sorry. Okay, ihr könnt natürlich eure Meinung dazu sagen. Wie auch immer. Also ich bin bedient, aber ich höre jetzt auch auf, sonst wird das hier ja eine ewige Litanei und mir fällt immer mehr ein und immer mehr. Ach, ich weiß gar nicht. Nee. Also für mich ist jetzt erstmal irgendwie, ich habe die Schnauze voll und jetzt habe ich das hier mal abgeraucht und mir ist klar, dass Massive das am Arsch vorbeigeht, was ich sage, aber ich muss das auch mal loswerden. Okay, ich wünsche euch jedenfalls noch viel Spaß bei The Division. Es kann ja sein, dass ihr das alles anders seht. Ich habe nur mal mitgeteilt, wie es mir dabei geht. Okay, ciao und ich weiß nicht, ob man sich noch mal in der Dark Zone sieht. Bis dahin, tschüss.